Hallo und herzlich willkommen hier um LS22 auf der Cannon Crossing. Ja, unser LKW ist angekommen mit Baumwollballen, denn wir machen ja fast nahtlos, können wir fast meinen, zur Montagsfolge weiter. Den müssen wir einmal entladen. In der Hoffnung, dass die angenommen werden, die Ballen, das funktioniert erstmal. Den laden wir einfach nochmal auf und einfach nochmal ab. So, und dann haben wir jetzt hier von dem Feld schon ein paar Prozente mehr abgegeben, 31%, ne? Ist relativ viel, würde ich sagen. Wir haben, jetzt muss ich überlegen, wir haben sechs Rundballen hergebracht, oder? Bevor wir den Ernter ausgetauscht haben. Aber da müssen wir mal gucken. Die müssten mal langsam am Shop angekommen sein, die Ernter, ne? Dass wir die verkaufen können. Ach, abgeschlossen, ja, du, Dings. Ja, 111.000, die 5 haben wir dann bloß. Wir haben jetzt hier 60.000, da waren dann andere 50.000, ne? 243.000 muss noch. Das sollen dann 31% sein. Ja gut, ist ein Drittel. Na, ist fast ein Drittel. Das ist richtig. Sind ja dann noch 222. Ja, doch, das kommt hin. So, hier zurück zu Feld 48. Er muss dahin zurück. Müssen wir neue Ballen laden. Bevor wir das machen, gucken wir auch mal hier noch schnell. Hier stand auch noch der Palettenladerrunde. Den schicken wir mal hier zu, oder beziehungsweise fahren wir da. Ja, wenn wir alles gleich selber machen, dann wären wir ja nie fertig hier, oder? Wir gucken hier mal. Wir fahren gleich mal am Shop vorbei. Einmal quer auf der Straße. Kurz gucken, nicht, dass sie einer kommt, dann schafft es nicht. Bis der weiß, dass wir Vorfahrt haben, ne? Auf Werkstatt. Ach, das ist. Ach, du sind beide angekommen, okay. Der Diamantenverkäufer. Der Diamantenfahrer wird das gewesen sein, Werkstatt, ne? Und sah ja fast nahtlos. Da war ja mit 20 Para unterwegs von oben. Vom links aus. Wie gesagt, ein so ein Modul haben wir ja schon mal besessen. Also den verkaufen wir. So, kriegen wir noch 400. So, der macht Lavendel und Tabak. Ach nee, den können wir ja nicht verkaufen. Das ist doch Quatsch, was du da machen willst. Den haben wir uns noch von Lavendel und Tabak gekauft. Oh. Der muss zurück zum Hof hier. Aber wie ist das mit dem, den wir jetzt gekauft haben? Der macht. Der macht gar nichts da. Also. Das hier ist. Der macht nur Baumwolle, genau. Ach, ja, gut. Ja, Fehler meinerseits, der muss zurück hier. Den kann man nicht verkaufen. So ein Käse. Ja, in der Montagsfolge wieder einen Käse erzählt wahrscheinlich hier. Ne? Den brauchen wir, den müssen wir natürlich behalten hier. Den können wir natürlich nicht verkaufen. Das Teil können wir verkaufen. Genau. Das macht ja nur Baumwolle. So, kriegt man 511.000 dafür. Achso, Schneidwerk können wir auch verkaufen. Ja, genau. Nicht außerhalb, oder? Das war ja das, was wir. Wir hatten ja die Variante mit abkoppeln, ne? Kriegt man auch mal 88.000. Gut. Natürlich versuchen wir doch groß noch einen zweiten für Baumwolle zu kaufen mit dem 12 Meter Schneidwerk, oder? Und dann doch die Mission noch zu machen. Ich dachte, wir hatten uns den anderen mal auch noch für Baumwolle gekauft, halt nicht mit der Arbeitsbreite, aber gut, da war ich jetzt falsch. Der muss natürlich behalten werden, ist klar. Ne? So, hier waren euch welche Eier voll, ne? Eierlikör, würde ich sagen. Käse hier. Wir sind zwar erst 19 Paletten. So, die müssten wir hoffentlich laden können, wenn es einfach nur
Paletten sind wie die Stand. Achso, der lädt sich schon. Ach, wenn wir das Auto lädt noch ein. Also es geht, ne? Laden wir nochmal ordentlich auf. So, haben wir alle raus? Ne, eine Palette steckt noch drin. Ja, Butter, Käse und... Ah, ich glaube, den, können wir den Sour Cream, können wir den mitladen? Steht alles auf Einlagern, ne? Was passiert, wenn wir so eine Palette auslagern? Wird die aufgeladen? Ja, die steht mit drauf, das passt. Dann machen wir mal Folgendes. Dann tun wir mal hier die 16 Paletten im Arbeit. Wir nehmen noch die eine Palette Eier mit. Likör. Glaube ich, ist das, ne? Eier noch. Das ist gleich ein Likör, oder? Oder Egg noch. So, Schokolade nicht. Käse. Ich mache die auch mit, die 11 Paletten. Jo, die passt noch drauf, weil jetzt passt keine Butter mehr drauf, oder? Oder passt da vorne noch was drüber? Butter. Schlimmste Fall fahren wir noch mal her, oder? Ne, alle jetzt. Es passt, es passt, es passt. Das sieht gut aus, oder? Ja. Gut. So, hier Bindfaden rum und dann geht es hier ab Richtung. Richtung Bober Logistik, ne? Ist noch eingestellt, hier anliefern, kann aber hinfahren, wird erstmal alles ins Lager geschüttet. So, hier war doch eins, dann ein MF, ein MF, nee, das ist der Düngerstreuer. Ach nee, das ist eine Ballenpresse. Ja, das müssen wir ja auch noch machen. Genau, die Ballenpresse, die muss ja jetzt drüber. Da war doch noch was, oder? Ja, Wiese 5 muss die da noch hin. Wiese 5. Das hat man doch, glaube ich, auch so als... Wo haben wir das drin? Wiese 5. Wo stand da? Da. Da war doch noch was zu tun. Da haben wir doch Gras nur gemacht. Ne? Das soll doch gepresst werden. Nee, halt, 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 halt. Wir sind doch noch gar nicht fertig. Wir müssen doch erst, bevor wir eine 5 weitermachen, müssen wir erst eine 4 noch pressen. Du Schande, liegen ja viele Ballen. Ich glaube, das haben wir irgendwie verdrängt. Vor allen Dingen müssten wir dann auf der 4 oben erstmal noch das Vorgewände wegsammeln, sonst blockiert er sich noch wieder. Ach, die sind alle schon angekommen hier. Hier liegt auch noch Heuschwatt. So, dahin, dahin, dahin. 4, 10, 10 oder 9 Meter. Ich hoffe mal, wir haben es mit 10 Metern gemacht. Ja, sieht ganz gut aus. So, nächster Wegpunkt. Wiese 5 wollen wir an der Silageball machen. Ne? Das ist ja auch nicht unbedingt die kleinste Wiese. Sind auch zwei Silageballen drauf. So, Hofballenlager. Ballenlager haben wir am Hof. Wo ist denn das? Da, Ballenlager, Anlieferung.
Willkommen in Ihrem Lloyds. Hürfeld 40. Wir müssen jetzt mit zwei agieren, sonst wird das nichts hier. So, wenn wir einmal am Hof sind. Ui, hier backt jemand rum. Wie verrückt. Wer ist denn das? Das ist doch irgendein Schneidwerk, oder? Wer zittert sich hier einen ab? Ach, guck, das Licht schon unten. Das hat schon bis runter geschafft. Das funktioniert mal nicht so richtig. Ich glaube, das Lager reißen wir wieder ab. Ah, kann ich wieder nicht greifen. Ja, toll. Wo ist denn hier ein Drescher? Ja, im schlimmsten Fall hängt der Drescher dann, wenn wir den ankoppeln, am Schneidwerk oben am Regal, oder? Ja, wir machen die alte Variante, wir legen sie wieder hin. So, nicht, dass irgendwelche Blödsinn passiert, kurz vorher erstmal speichern. Nicht, dass man dann lockig hier. Großen Schaden haben. Weil dann müssten wir einfach im schlimmsten Fall nur Spiel neu starten. Obwohl, nee, lässt sich ganz ordentlich ankoppeln, okay. Packt jetzt hier immer noch so rum auf der Karte. Halt, dahin müssen wir. Ne, hier ist jetzt nicht mehr so zittrig jetzt hier, ne. Arbeit beendet. Da waren wir stehen geblieben. Ja. Der MF ist der Düngerstreuer. So, die Düngermission können wir abschließen. So, was Neues gibt es nicht. Okay. Dann fährst du. Wie kaputt bist du? Naja, Parkplatz hast du nicht, ne? Da fährst du trotzdem hier hoch. Die müssen wir dann. Hier Hof, trotzdem Werkstatt. Du kannst eigentlich losfahren. Das springt schlecht an, ne? So, was mir dann noch einfällt, wir hatten hier drüben zwei hergeschickt zum Flügen, ne? Hier flüge.de, ne? Guck, da stehen sie sogar alle beide. Willkommen in Ihrem Kreuz. So, wir brauchen einen Kurs. Wir nehmen einen mit zwei Vorgewänden und zwei Maschinen. Fangen auf dem Bahn an, nach einer Überlappung und nach draußen. Er ist links, erster Wegpunkt, kopieren. Willkommen in Ihrem Deutz. So, das hier wird der rechte, also der rechts fliegt.
Den raus, den rein und nach rechts einmal und erster Wegpunkt. Da kann er hinterher. Gut. Wie ist denn das jetzt hier mit dem Glas? Also Glas ist einfach nur voll und Glas verteilen wollen. Also die verteilt Glas haben wollen, ist auch alles voll. So, kurz was gucken, was ist denn das hier oben für ein Punkt, weil ich immer einen falschen nehme. Das ist PSM Abholung Produktion, okay. PMS, nicht PSM. PMS Abholung Produktion. So, ein Ausladen fahren wir zu Boomer Logistik. Anlieferung, dort fahren wir hin. Weil wir kriegen nicht so viele Paletten weg. So, Glas. Wir kriegen, erstmal können wir gar nicht so viele auslagern. Nee, das kommt unten raus. Ein bisschen runter. So, aber hier müsste doch jetzt sein, müsste ich noch einen anderen Punkt haben und der heißt, ach ja, genau, Alu, Glas und Plastik, genau, weil das wird ja hier unten produziert, ne? Denn das, was er wegtransportieren kann, ist ja hier, glaube ich, sehr übersichtlich. Jetzt soll ich jedes Mal da hochlatschen. Das ist so das, was mich so ein bisschen nervt. Halt, nee, das müssen wir ja gar nicht. Müssen wir ja nicht. Das müssen wir nicht. Ich habe ja die Möglichkeit, hier zu sagen, auslagern, genau. Genau, mehr können nicht beladen werden, ist schon voll. Da schickt man ihn mal los. Da werden wir so 3, 4, 5 Touren fahren müssen. So, jetzt ist noch offen zum Hof. Weil wir haben noch viele offene Baustellen hier, ne? Das ist jetzt Werkstatt, ja. Unser Diamantenfahrer. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 5-mal Rubin ist noch drin und der Aquamarin ist auch noch drin, der eine. Also sollte das so mehr oder weniger noch passen. Hier unser offenes Diamantenlager. Mal
gucken, ob es aus dem Anhänger angenommen wird. Ich hoffe mal. Ja, bestens, bestens. Wie sieht es jetzt hier drin aus? Schick, ne? Nur noch Zaunrings rumbauen. 64 Amethyst, 25 Aquamarin und die ersten 6 Rubinen haben wir, ne? Das müssten wir eigentlich hier auch so ordentlich sehen, oder? Schnellübersicht. Wo sind die Diamanten? Sind doch hier oben irgendwo, wo die Sachen stehen, wo was spawnt, ne? Oder? Hier, Rubin. 172, 200. Amethyst gibt nicht so viel Geld, ne? Aber hier, Rubin. Sind auch die ersten 6, seitdem wir hier spielen. Ich weiß gar nicht, wie viele Spielstunden wir aktuell haben hier. Ich weiß auch nicht, an was die geknüpft sind. Kann auch damit zusammenhängen, dass die erst erscheinen, wenn wir eine bestimmte Produktion besitzen, weil wir sie dort brauchen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas gemacht ist. Aber warum sollten die vorher nicht gespawnt sein, solange wir hier spielen? Ne? Kann mit Dell zusammenhängen, kann mit Alcoa zusammenhängen. Ich denke mal, es hängt mit Dell zusammen. So, Steine laden. Ja, wir müssen ja die Felsbrocken noch abholen. Achso, der braucht jetzt ja nicht mehr 20 km/h zu fahren. Dann brauchen wir doch hier rechts Gas, ne? Da wollte ich hin, hier oben, genau. Ich will hier oben mal Steine laden. War da noch ein anderer, der hier steht? Willkommen in Ihrem Glas. So, den hat man ja auch hierher geschickt. Einmal einschalten. Leicht porös, steckt man hammer tief drin, ne?
Also wird blockiert, könnte doch eigentlich fast nur die zwei Flügel sein. Warum blockieren die sich? Eigentlich haben wir falsch gemacht. Keiner nach, ne? Lass mich wenigstens das wegfahren. So, wie viel Vorsprung gehen wir? Aber eigentlich müssten die sich doch regeln über CP, ne? Oder? Sehe ich das falsch? Aber da fällt mir was ein, wenn ich jetzt hier die Steine sehe. Dass hier unten ein Steinesammler steht, oder? Auch der an Abfahrkurs. Wir stellen ihn erstmal einfach ein hier. Guck mal dann. Ah ja, kommt, na, es müsste reichen, würde ich sagen. So, wir müssen aber mal hier noch gucken. Sonst kommen wir hier überhaupt nicht weiter. So, der muss die Ballen abladen. Willkommen in Ihrem Feld. Und der kommt zurück zur 40. Und wir müssen zwingend heute da oben noch was aufladen. Was, wer war das? Ach, Steine laden, okay. Steine laden? Ach so, die Felsbrocken, die wir da einsammeln wollen. Willkommen in Ihrem Deutz. Wir müssen als erstes Vorgewände wegsammeln hier hinten, ne? Gucken, wie weit der ist, mit die Presse. Okay, die fängt mit dem dritten Vorgewinden an. Oder haben wir bloß jetzt zwei gemacht. Wir sammeln das mal vorsichtshalber weg hier.
Obwohl, nee, müsste eigentlich hier Lichtigkeit doch. Wir haben bloß zwei Vorgewände waren. Ist schon richtig, was wir jetzt gemacht haben. Er hat jetzt hier nur noch Feldreihen, das passt schon. Es müsste ja hier noch eine Vorgewändereihe liegen. Das muss dort auf der schmalen Seite nicht sehen, das ist ja klar. Ne? Aber ja. Wie ich sehe, ist die Folge auch schon da rum, ne? Mal gucken, was wir jetzt hier noch drauf kriegen. Ui, drei Stück nur noch. Nehmen wir mal den hier mit. Gut, den schicken wir zum Ballenlager und dann werden wir hier am Freitag weitermachen. Ballenlager Anlieferung. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Bis Freitag, 9 Uhr. Und tschüss.